Dann kommen wir zu den zentralen Faktoren. Das heißt, wir machen jetzt etwas andere Analytiken darauf. Dieses hier ist einfach eine korrelative Betrachtung. Das heißt, wir gucken uns an, was korreliert eigentlich mit Vertrauen in die Zukunft? Was ist sozusagen, welche verschiedenen Elemente korrelieren mit demjenigen, der hochvertraut oder wenig vertraut? Und hier haben wir die Erfüllung der persönlichen Idealvorstellung. Wenn also jemand sagt, das haben wir bereits, aber das korreliert nicht mit dem Vertrauen in Zukunft, dann ist es nice to have. Wenn wir das bereits haben und es korreliert hoch mit der Zukunft, dann ist es optimistisch. Wenn wir es noch nicht haben, aber hoch korreliert mit der Zukunft, ist es chancenreich. Wenn wir es nicht haben und nicht korreliert, dann ist es halt pessimistisch, da tut sich nichts. Und jetzt können wir wieder gucken, welche Themen sind die Bringerthemen. Dieses hier sind die Krisenbewältigungsmaßnahmen. Und da sehen Sie, dass eigentlich die Abwrackprämie und die Bankenrettungspakete alles andere als positiv eingeschätzt werden. Die sind nicht der Bringer in dem Kontext. Staatlich festgeschriebene Mindestlöhne sind eher nice to have, ist also auch nicht wirklich der große Bringer für Vertrauensstiftung. Das heißt, die Maßnahmen, die hier stehen, sind nicht wirklich Treiber von Vertrauen. Wenn wir uns das dann angucken, was treibt Vertrauen, dann kommt interessanterweise hier dieser Dreiklang raus. Investitionen in Bildung, direkte Demokratie ist das, was noch am meisten optimistisch macht. Ehrenamtliches Argument ist nice to have, zwar positiv in der Einschätzung, aber nicht der Grund für Optimismus. Bildungssystem wäre chancenreiche Investition und das Sozialsystem wird eben sehr stark abgestraft. Wenn wir uns dann das im Ranking angucken, dann haben wir hier alle eingeschätzten Elemente. Gleich kommen noch ein paar dieser Grafiken. Hier haben wir die Maßnahmen zur Krisenbewältigung. Da merken Sie Kindergeld, Elterngeld, Förderung regenerativer Ideen und Investitionen in Bildung. Das sind die Top-Themen. Abwrackprämie ziemlich weit unten. Verstaatlichung, Bankenrettungspaket weit weg von dem, was sich die Leute dort wünschen oder vorstellen. Diese ist die Einschätzung der gesellschaftlichen Akteure. Da sieht man hier oben ein ganz interessantes Triple. Familienbetriebe, mittelständische Unternehmen und Stiftungen sind maximale Träger von Optimismus in diesem Kontext. Da sagen die Leute, ja, da erwarte ich mir was von. Banken, multinationale Konzerne und Massenmedien sind eher in der Kritik. Wenn man sich anschaut, World Wide Web wird inzwischen positiver eingeschätzt als Massenmedien. Das heißt, die Erwartungshaltung der Leute geht in Richtung, in dem Fall auf die virtuellen Medien, die da besser abschneiden, deutlich besser abschneiden als die Massenmedien. Hier haben wir die Entscheidungsträger in der Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Rechtssystem. Da sehen Sie Wirtschaft und Politik, hohe Kritik auch an den Entscheidungsträgern, also nicht nur an dem System, sondern auch an den Exponenten des Systems. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse und sage, was sind die 6 zentralen Einflussfaktoren zur Vertrauensbildung und zur Erhöhung von Zukunftsoptimismus in Deutschland, dann würde man sagen, Investitionen in ein zeitgemäßes Bildungswesen, Verbesserung der Situation von Eltern und Familien, Förderung von Mittelstand und Familienunternehmen, Entwicklung und Ausbau alternativer Energietechniken, Stärkung der gesellschaftlichen Wirkung von Stiftungen und Intensivierung von Partizipationsprozessen in der Politik. Das ist zumindest das, was in den Datenlagen auffällt, was dort ein Treiber sein könnte. Wenn wir uns dann die Konzepte wirtschaftlichen Handels angucken, dann sehen Sie, dass die soziale Marktwirtschaft schon relativ weit weg ist vom Ideal. Das heißt, die aktuelle wirtschaftliche Grundordnung ist noch weiter weg, aber zieht das Ganze schon runter. Wachstum als wirtschaftliches Grundkonzept wird durchaus in Frage gestellt, ist also auch nicht mehr das, wo die Leute die große Hurra-Erwartung haben. Also nur über Wachstum sind sie nicht mehr der Meinung, dass wir die Zukunft gewinnen können. Wenn man sich das anschaut, die aktuelle wirtschaftliche Grundordnung kriegt halt den Vorwurf, kurzfristige Profitorientierung, Eigeninteressen und mangelnde Absicherung über die Solidargemeinschaft. Und das, was sozusagen in der Erwartungshaltung die soziale Marktwirtschaft bestimmt, ist eben das persönliche Aufgefangensein in einer funktionierenden Solidargemeinschaft. Das heißt, wenn wir uns an dem Punkt darüber unterhalten, was ist für die Leute soziale Marktwirtschaft, dann sagen sie eben diese Art von Aufgefangensein. Das heißt, wir bekommen ein bisschen ein Problem mit der Erwartungshaltung und müssen uns überlegen, was davon können wir eigentlich noch erfüllen, weil die Kritik ist immer eine direkte Reflexion der Erwartungshaltung. Hier haben wir die Formen politischen Handelns. Ich hatte schon gezeigt, direkte Demokratie näher dran, repräsentative Demokratie weiter weg. Wenn wir uns das anschauen, dies ist das Profil der repräsentativen Demokratie. Da wird gesagt, das ist vom Bürger entkoppelt und das ist zu ängstliches Festhalten am Status quo. Und jetzt schauen Sie sich den Unterschied in der Bewertung an. Das ist die direkte Demokratie. Die bekommt fast das gesamte Spektrum der Positivanteile zugeordnet. Das heißt, hier sagen die Leute im Prinzip, was auch immer du tust, bitte beteilige mich. Wenn du mich beteiligst, bekommst du von mir eine positivere Konnotation, als wenn du mich sozusagen repräsentativ vertrittst. Jetzt kommen wir zu den 4 empirischen Teilperspektiven. Wie gesagt, relativ kleine Gruppe. Sie müssen mir sagen, wenn ich zeitlich in die Bredouille komme, dann lege ich ein bisschen drauf. Also Sie bremsen mich einfach. Wir haben hier bei den Gruppen haben wir 4 Gruppen gefunden. Und diese 4 Teilgruppen haben, wenn Sie so wollen, für uns doch ziemlich Bedeutung bekommen. Da haben wir eine Gruppe, die legt sozusagen die direkte Demokratie weit weg vom Ideal. Und wenn man sich die anguckt, da ist sozusagen beides weit weg.
sowohl direkte Demokratie als auch repräsentative Demokratie. Diese Leute sind extrem frustriert gegenüber Demokratie als Ganzen. Und wenn man die dann inhaltlich charakterisiert, haben wir die mal gesagt, könnte man so benennen, Solidargemeinschaft erzeugt Vertrauen. Die reden darüber, weitgehende Chancengleichheit herstellen, zuverlässige Interessen der Wähler vertreten, Verstöße schnell und wirksam sanktionieren, sich in akuten Notsituationen solidarisieren, gemeinschaftlich finanzielle Risiken puffern, und die mögen es gar nicht, wenn da Unfähigkeit mit leerem Gerede verborgen wird, Menschen betrügen und falsch informieren, durch Zukunftsangst ausgebremst werden. Das heißt, diese Leutchen hier sind, wenn sie so wollen, für die Demokratie fast schon verloren. Das heißt, diejenigen, die hingehen und diesen Solidaraspekt nach vorne holen, also die gegenseitige Absicherung, die sind von diesem System maximal frustriert. Und wenn wir die jetzt ganz schnell durchlaufen, dann haben wir bei der Gruppe Leistungsfähigkeit ein ganz anderes Bild. Demokratie ist hochgradig akzeptiert. Die reden über Freiräume, die reden über Wirtschaft unterstützen, Eigenverantwortlichkeit. Und was die gar nicht wollen, ist sozusagen korrupte Systeme oder wenn man keinen Antrieb hat. Sie können sich das nachher in den Daten ja im Detail nochmal anschauen. Da haben wir eine Situation, dass man sagen kann, 31% der Stichprobe finden das Ganze absolut in Ordnung. Und die schätzen auch Bildungssystem und soziales Netz noch relativ positiv ein. Das sind, wie gesagt, 31%. Die haben wir Leistungsfähigkeit genannt. Die wollen also Leistungsfähigkeit erhöhen und dadurch Vertrauen schaffen. Die dritte Gruppe hat auch eine positive Einschätzung von Demokratie und repräsentativer Demokratie, direkt und repräsentativ, reden aber über ganz andere Sachen. Da geht es darum, transparent zu sein, zuverlässig im Team die Probleme anzugehen, bescheiden Bodenkontakt aufrechterhalten. Die reden also nicht über Leistung, sondern die reden über Planungssicherheit. Und die haben wir deshalb als Gruppe Planungssicherheit bezeichnet. Wenn Sie sich das angucken, dann haben die eine zwar positive Einschätzung der Demokratie, aber eine hohe Kritik gegenüber Bildungssystem und sozialem Netz. Das heißt, diese Leute hier sind im Prinzip die, die über kurz oder lang in diese Gruppe rüberwechseln werden. Das sind diejenigen, die sozusagen am Rande der Frustration sind, die beginnen, die Demokratie in Frage zu stellen. Und die letzte Gruppe war halt die, die zwar die direkte Demokratie sehr positiv einschätzt, aber die repräsentative Demokratie halt sehr negativ. Wenn man sich das anschaut, die reden über Bürgerbeteiligung, die reden darüber, dass man transparent, aufrichtig, längerfristig denkt, Wertschätzung hat, weltoffen Innovationen und Aufgaben kompetent und informiert angehen. Das heißt, diese Gruppe haben wir dann im Prinzip als Bürgerbeteiligungsgruppe benannt. Das heißt, die wären sozusagen glücklich, wenn es größere Partizipation gäbe, und die haben diesen Unterschied zwischen direkter und repräsentativer Demokratie. Das heißt, die fühlen sich bereits nicht mehr vertreten durch das, was im politischen Raum stattfindet. Und die sind, wenn Sie so wollen, einfach par excellence Vertreter dieser Gruppe. Sie kennen wahrscheinlich diese Bewegung, Not in Our Name, ist so eine Bewegung, die weltweit stattfindet. Die Leute wehren sich gegen repräsentative Demokratie, und das ist tatsächlich eine Schätzung in unserer Gruppe hier von 20%. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das keine klaren Gruppenbildungen sind, aber doch relativ deutlich in den Unterschieden, dann würde ich mal schätzen, dass derjenige, der das Thema Partizipation politisch zurzeit besetzt, hat wahrscheinlich einen Rückenwind in der Größenordnung von 20-30% der Bevölkerung. Das würde ich einfach erwarten. Da haben Sie sozusagen ein Thema, was wahrscheinlich sogar ausreichend ist, um eine neue politische Kraft zu generieren. Ich würde sagen, wenn es mal so war, dass die Ökologie eine politisch treibende Kraft war, die eine eigene Partei sozusagen generieren konnte, dann würde ich sagen, ist das Prinzip der Beteiligung durchaus ein Thema, was heute dazu in der Lage wäre.